Wow! Was ist das, Baby? Alles klar? Alles klar? Sind wir da gerade durch die angebissene Stelle vom Apfel geflogen? Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online. Heute habe ich zwei Maps für euch. Einmal eine Rekordmap, ein 20 Kilometer langer Bike Wallride. Hatte ich bisher noch nicht. Mal schauen, was uns erwartet. Die Map sind wir so auch noch nie gefahren. Auch die zweite Map bin ich noch nie gefahren. Die zweite Map lehnt sich ein bisschen an, an Apple, an die Firma Apple an. Also ich habe einfach mal im Rockstar Social Club, habe ich mal ein bisschen geguckt, habe für euch interessante Maps, also ich hoffe interessante Maps rausgesucht. Ja, und wir befinden uns auch jetzt schon auf dem Wallride. Und bevor ich vielleicht ein bisschen was über den Wallride erzähle, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie man den Map-Editor, so dass ich selber mal eine Custom Map erstellen kann, wie man den, ich sag mal, runterlädt oder wie man den findet oder wie man halt eine eigene Map komplett bauen kann und sie dann in den Social Club einpflegen kann. Denn ich würde gerne selber mal eine Map erstellen, würde gerne mal ein, zwei Videos dazu machen und würde natürlich gerne auch dann diese Maps mit euch fahren. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann helft mir mal bitte in den Kommentaren. Und jetzt, ja, zurück zu dieser Map. 20 Kilometer fucking langer Wallride. Ich merke schon wieder, das ist so eine Braindead-Map. Also ziemlich breit auf jeden Fall der Wallride. Ein Bike-Wallride in der Form bin ich auch noch nicht gefahren. Schon gar nicht 20 Kilometer lang. Ich lehne mich auch schön nach vorne. Mit der Tab 8. Ja, und es funktioniert ganz entspannt. Erster Platz. Papi fährt davon. Ja, breiter Wallride. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also ich hätte dem Konstrukteur dieser Map ruhig mal geraten, einmal den Wallride ein bisschen schlanker zu gestalten und vielleicht auch mal ein Hindernis zu setzen. Denn was ich gerade krass finde, Alto Belly, haben wir noch keinen Checkpoint erreicht. Das heißt, würde ich jetzt oben oder unten rausfliegen, dann müsste ich alles nochmal machen. Und ich darf lieber nicht zu viel davon erzählen, sonst, wenn man vom Teufel spricht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Deshalb jetzt ganz kurz mal die Schnute zu. Ein bisschen konzentrieren. Wie, ciao? Wie, ciao? Bist du einfach raus, oder was? Wie? Mein Kontrahent verabschiedet sich. Ist sogar jemand aus der Crew. Link zur Crew in der Beschreibung. Oh nein! Jetzt fällt mir ein, ich muss da eine neue Crew erstellen, weil die schon voll ist. Alles klar, dann, ja, demnächst eine neue Crew auf jeden Fall. Kannst ruhig ins Ziel fahren. Ja, werde ich auf jeden Fall auch machen. Ja, das kann immer mal sein, wenn man mit jemandem spielt, dass er weg muss. Ich kenne das besonders von unseren League of Legends Games. Wenn die Eltern dann sagen, hey, du musst essen oder die Internetverbindung ist weg, was noch ekliger ist, dann, ja, da kann man nichts machen. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Kappa. Okay, wie sieht's aus? Ja, ich fahre entspannt. Ihr könnt euch die Map gerne in der Beschreibung natürlich auch, also den Link, euch den mal runterziehen und dann mal schauen, ob ihr schneller als ich ins Ziel kommt. Ich weiß aber gar nicht, ob es noch schneller geht. Ich bin nach vorne gelehnt. Ich fahre den Wall... Ups, sorry. Ich fahre den Wallride sehr sauber. Und ich sehe da hinten eine Röhre. Woo! Ist das vielleicht ein Zwischenpunkt? Oder wäre das vielleicht schon das Ende? Das wäre natürlich wahnsinnig schnell. Dann hätten wir, wie viel hätten wir? Ich glaube, 4 Minuten. Ich weiß, dass Kev und die Losers, dass die schon mal einen Wallride gefahren sind. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass der 10 Minuten gedauert hat. 10 Minuten ist natürlich mega brutal. Wobei 4 Minuten, da bin ich doch schon ein bisschen dran. Kann ich mir dann als nächstes Ziel setzen oder ihr erstellt mir schöne Maps. Ihr könnt natürlich auch selber Maps erstellen, logischerweise, und mir die an business@povrotv.de schicken. Das Einzige, wo ich euch drum bitten würde, ist, dass ihr die Maps nicht auch gleich den Losers schickt, weil es wurde ja schon 2-3 Mal bemängelt, dass ich eine Map spiele, die die Jungs vielleicht vor 2 Tagen gespielt haben. Es lag natürlich daran, weil die Maps dann alle weitergeschickt wurden. Also jemand hat an mir eine Map geschickt. Und gleichzeitig auch den Losers. Und ja, alle wollen natürlich ein schönes Video mit einer coolen Custom-Map machen. Und ja, dann führt halt eins zum anderen und es hat nicht ganz gepasst. Auf jeden Fall dann, halt wenn ihr eine spezielle Map für mich habt, würde ich mich freuen.
Vielleicht habt ihr Lust ja für alle. Oh, da haben wir echt einen Checkpoint. Kurz die Schnauze halten und ich bin drin. Und da ist wirklich das Ziel. Yo, rein da. Nice. Also, die erste Map haben wir ziemlich schnell gelöst. So, der Kollege. Lol, wahrscheinlich ist er irgendwo abgerutscht und hatte dann keinen Bock mehr. Okay, und jetzt trollt er ein bisschen. Ja, dann beenden wir einfach mal diese Runde, diese Map. Ich habe jetzt ungefähr, wie lange habe ich... wenn ich es beende, sehe ich die Zeit nicht. Aber ihr habt ja die Zeit gesehen. Ich mache jetzt einen kurzen Cut. Zweite Map und damit die letzte in diesem Video. Angelehnt an Big Apple. Nein, gar nicht an Big Apple, nicht an New York, sondern an die Firma Apple. Wenn ich das richtig gesehen habe, fahren wir in einem Apfel, in einem angebissenen Apfel. Im Endeffekt werden wir es ja gleich sehen. Wie, Wette abgesagt? 3 Runden habe ich eingestellt. Einfach damit wir jetzt mal nochmal ein bisschen länger Gas geben. Ich bin auf dem... Wow! Hoho! Was ist das, Baby? Alles klar? Alles klar? Sind wir da gerade durch die angebissene Stelle vom Apfel geflogen? Fuhu! Oh oh, nicht explodieren. Oh Gott. Oh Gott! Alter! Komm auf Spur, Baby! Was zum... Woppala! Wo sind wir jetzt? Im Inneren des Apfels. Ist es so? Wir sind im Inneren. Okay, nächster Checky. Wollen wir noch einen Checkpoint? Da haben wir noch einen Checkpoint. Hoppala. Nächster. Lol. Oh nein, der eine fährt andersrum. Okay, nächster Checkpoint. Wo ist der nächste? Okay, hier. Lol. Wo ist der nächste? Da ist er. Ah, die werden immer enger, die werden immer enger. Hoppala, hoppala, hoppala. Junge, lass mich in Frieden. Und, yo, ich bin raus. Und das als erster. Ciao, ciao. Papi sagt ciao. Yo, und hier bin ich auch schnell raus. Zack. 1:30 sind wir bisher unterwegs. Auf jeden Fall schon mal eine andere Form von Map, als wir sie gerade hatten. Gerade war im Endeffekt Biggest Wallride oder 20 Kilometer Wallride. Also es gibt mit Sicherheit noch größere. Aber für mich schon so ein kleiner Rekord. Wupp, hier raus und wir sind in Runde. Woo, in Runde 2. Das ging nice. 1:50. Ja, da würde ich mal sagen, schnellste Runde zählt. Also auf dem ersten werde ich, denke ich, mal bleiben. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, eigentlich so eine schöne, leichte Cunning Stunts Map. Sehr viel in Röhren. Ich finde dieses Element hier geil. Wenn du so fliegst und sich die Perspektive verändert. Das gibt's ja manchmal. Ach, das ist krass. Nee, ich bin nicht dran vorbei. Holy Macaroni! Das kostet Zeit. Immer noch auf dem ersten. Aber hinter mir ist er schon. Hinter mir ist schon der Beelzebub. Jetzt muss ich aber relativ gerade raus. Was? Das war sogar noch nicht das entscheidende Element. Das kommt jetzt erst. Bitte gerade, bitte bleib gerade, Junge. Es müsste. Ui. Yo, viel besser als gerade eben. Und jetzt bin ich wieder auf Spur. Zack, und hier haben wir die Checkpoint, ich sag mal, das Innere des Apfels. Also man sieht, finde ich, in der Map gar nicht so viel, dass es um Apple geht. Man hat es aber... Man hat es aber gesehen, wenn man sich die Map... Ihr könnt ja den Link in der Beschreibung für Map 2 einfach euch mal anklicken. Und dann seht ihr, was ich meine. Das Bild ist halt dieser angebissene Apfel. Und ich bin wieder auf dem ersten. Und das gefällt mir. I like it. I like it. Ba, 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 ba. Oh, war ich kurz... Nein. Ah! Was mache ich? Lass mich in Ruhe. Oh no, ich habe noch einen Checkpoint. Und erst dann darf ich immer noch nicht in die Röhre. Wow. Da fährt mir aber der eine davon, ne? Jetzt aber. Jetzt aber. Und jetzt mal mit Schmacki. Richtig mit Vollgas, Baby. Shit, ey, war ich... Wow. Weil ich diesen einen Fehler gemacht habe. Verdammt. Also, es war eigentlich ein unbewusster Fehler. Also eher, sage ich mal, Pech gehabt. Dass ich den einfach, diesen einen Punkt oder diese eine Röhre, wo ich reinspringen müsste, da bin ich dran vorbeigesprungen.
Shit, das wurmt mich ein bisschen. So, noch ins Schlittern gekommen. Dein Ernst? Okay, wir sind damit in Runde Nummer 3. Und das ist auch schon die finale Runde. Dann haben wir zwei schöne Maps, die nicht unbedingt sehr anspruchsvoll sind, aber die man sich auf jeden Fall zwischendrin mal gönnen kann. Und ich bin auf dem ersten. Wenn das so bleibt, freue ich mich. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder auf dem zweiten. Oh, das verunsichert mich. Ja, das ist da durch die Röhre. Ich muss jetzt aber durch die Röhre kommen. Ich komme, ich komme, ich komme. Also in die Röhre rein. Wow! Nicht wirklich. Nicht wirklich. Und damit hat er... Und den Checkpoint habe ich logischerweise nicht gehabt. Und dasselbe, also die erste Runde war auf jeden Fall meine schönste. Das war, ich habe gesagt, schnellste Runde zählt. Also dann war definitiv die erste die schnellste. Mit 1 Minute 50, glaube ich. Und dass ich hier nochmal explodiere. Alle anderen Runden waren schon wieder nicht der Rede wert, ey. Och komm. So, hopp, fang dich. Junge, hoppala. Und wir sind wieder im Apple. Im Apple Store sozusagen. Schenkelklopfer. Alles klar, dann drehen wir unsere Runden, fahren raus und ich... Oh, ist das eklig. Und ich denke, dass wir dann, ja, als zweites dieses Rennen beenden werden. Nicht als erstes. Diesmal war uns der GTA-Gott nicht gnädig. Zweimal echt. Ich will nicht sagen... Oh, oh, der erste hat Selbstmord begangen. In welcher... Hä, wo kann man denn da noch Selbstmord begehen? Fährt man nicht eigentlich direkt entspannt ins Ziel? Na, das Ding ist, ich muss zu viele... Oh, ich muss zu viele Checkpointe hier holen. Checkpoints. Er hat sie ja alle und sogar wenn er stirbt... Dann landet er im schlimmsten Fall direkt vor der Spirale. Ja, und er hat das Rennen beendet. Shit. Shit, shit, shit. Aber vielleicht war meine Runde doch die schnellste mit 1,50 ganz am Anfang. Na, vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Normalerweise ist es ja so, erste Runde, du lernst die Map ein bisschen kennen und dann in der zweiten rasierst du, also zweite, dritte und so weiter, rasierst du total ab. Aber gut, dass ich hier mehrere Runden eingestellt habe. Ja, und wir fahren jetzt durch die letzte Röhre, meine ich. Oder eine der letzten. Und dann ist es das gewesen. Kleine, schöne Apple-Map. Dann hatten wir noch den Wallride. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben. Die nächsten Tage, ich verspreche es euch, es wird auf jeden Fall auch wieder anspruchsvoller. Ich habe ein paar Maps runtergeladen, aber manchmal weißt du nicht, was dich erwartet. Manchmal sind diese Maps aus dem Social Club einfach so kleine Überraschungspakete. Und... Damit bin ich eigentlich schon raus, denn ich fahre jetzt hier ins Ziel. Und that's it. Schaut euch die Maps einfach in der Beschreibung an, wenn ihr Lust habt. Einfach mal schnell mit ein paar Freunden das ganze Ding runterfahren, runterrasieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich bin euer Tomek. Und vergesst nicht, mir mal diesen Tipp zu schreiben oder mir ein bisschen was zu erklären, wie man selber eine eigene Map erstellt, wie man sie in den Social Club dann auch reinbringt, sodass alle... Ich und ihr natürlich, dass wir sie alle gemeinsam dann spielen können. Ich bin raus, ich bin euer Tomek, macht's gut. Ciao, ciao.